Hey Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute kommt das so sehr gewünschte What's on my phone Video. Genau, viele von euch wissen wahrscheinlich schon, dass ich ein neues Handy habe. Und zwar habe ich mir das iPhone 12 Pro geholt. Und ja, wie man sieht, in Silber mit 256 GB. Ich würde sagen, ich mache euch einfach mal eine Bildschirmaufnahme und blende die hier euch ein, damit ihr das richtig gut sehen könnt. Und am besten mache ich auch mal Mond an, weil sonst werden die ganze Zeit dann Nachrichten eingeblendet. Ja, das ist mein Hintergrundbild. Ich habe einfach so einen Sonnenuntergang genommen. Finde ich richtig schön. Dann kommen wir hier zur ersten Seite. Da habe ich als Hintergrundbild so ein schwarzes Bild mit Gras und Wassertropfen. Erkennt man jetzt hier leider nicht so gut, aber ja, das ist halt mein Hintergrundbild. Dann steht oben erstmal in schwarz, welcher Tag heute ist und die ganzen Daten dazu. Dann habe ich zwei Bilder mit Paola, und zwar sind das Bilder vom Turnier, als ich in Langenfeld meine FII geritten bin. Und dann sind hier halt meine Apps, die halt so schwarz-grau sind. Wir fangen an mit Uhr. Jeder kennt die Uhr-App, also zum Beispiel Wecker, Stoppuhr, Timer und sowas halt. Und bei Wecker verstehe ich immer noch nicht, warum ich einen Wecker für 2.02 Uhr mir gestellt habe. Man muss darauf mal kommen. Welcher Mensch stellt sich um 2.02 Uhr? Wer 2 Uhr hätte ich gedacht, ja okay, irgendwas vielleicht, keine Ahnung, aber 2.02 Uhr? Naja, richtig komisch. Oder dann habe ich hier um 15.15 Uhr mir meinen Wecker gestellt. Ich lösche die alle halt auch nicht. Oder 19.53 Uhr. Ja, es ist halt einfach komisch, warum ich solche Wecker habe, aber ignorieren wir das mal. Dann habe ich hier die App Spotify. Ja, ich habe hier halt ganz viele Alben. Ja, und meine Playlist ist 19 Stunden und 52 Minuten lang. Die ist aber auch schon uralt. Also ich glaube, ich habe die vor 3 Jahren oder so gemacht. Deswegen sind da nur alte Lieder drauf. Und ich tue da nur Lieder rein, falls ich die runtergeladen haben will. Oder ich lade mir halt direkt eine andere Playlist runter. Deswegen höre ich die auch nicht so oft, weil da halt nur die alten Lieder drauf sind. Genau, dann haben wir hier Kamera. Ja, Kamera ist ja ganz normal hier mit diesen 3 Einstellungen. Da liegt Julia auf dem Boden. Und dann haben wir hier Video, Slow-Mo, Zeitraffer. Ja, die ganzen Sachen, die man halt so hat auf dem Handy bei Kamera. Dann haben wir Einstellungen. Einstellungen ist halt jetzt nichts Wichtiges, ne? Aber zum Beispiel, wenn man jetzt schaut, bei Batteriezustand habe ich noch 100%. Das wäre auch ein bisschen traurig, wenn ich schlechter hätte, weil mein Handy ist ja neu. Dann habe ich Netflix. Wunderschön. Ich liebe, dass dann das so eingeblendet wird. Oh, ich habe mich da nicht angemeldet. Daran sieht man, dass ich mein Handy dann nicht so gut eingerichtet habe. Naja, egal. Das hat anscheinend beim Übertragen sich ausgelockt. Da muss ich mich da nochmal anmelden. Aber eigentlich gucke ich eh auf dem Handy kein Netflix, nur halt, wenn wir irgendwo hinfahren. Ich glaube, ich habe mir das halt runtergeladen, weil wir auf Skifreizeit mit unserer Stufe waren. Und dann wollten wir halt auf der Hin- und Rücktour Netflix schauen und deswegen habe ich mir das halt runtergeladen. Dann kommen wir zu TikTok. Oh, direkt erstmal Werbung und ich klicke fett drauf. Ja, hier werden mir halt die ganzen Nachrichten eingeblendet. Und so sieht meine Seite hier aus. Ja, ich habe 70 Entwürfe, weil ich lösche die halt auch alle nicht. Julia, sag mal eine Zahl zwischen 1 bis 10. 8. 8. Gott, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach, das ist das hier. Das wollte ich auch immer schon mal posten. Aber da muss ich noch warten, bis irgendein Freitag ist. Dann mache ich da so Fail Friday wahrscheinlich hin. Ja. Halt Paola, ne? So hat sich halt selber im Spiegel erschrocken. genau, aber sonst habe ich halt noch ganz andere Entwürfe. Und hier sind halt einfach meine ganzen TikToks, die ich halt schon mal so hochgeladen habe. Und das hier wird als nächstes online kommen. Horse Check. Das zeige ich euch jetzt nicht, dann könnt ihr ja selber mal vorbeischauen, wenn das online ist. Und genau, das ist halt einfach die TikTok-App. Dann gehen wir weiter zur nächsten Seite. Das ist so die bunte Seite. Und zwar habe ich da 2 Bilder am Bad mit Paola.
einmal im Trab, einmal im Galopp und so noch dieses Week-Zeichen genommen in so einem Pastellfarben. Genau, dann habe ich hier einmal Vertretungsplan. Ja, die App, da zeigt halt einfach nur an, ob du Vertretung hast oder nicht, aber die kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil da wird halt meine Schule angezeigt. Da steht halt der Schulname, deswegen kann ich das nicht zeigen, aber ich weiß, dass wir auf jeden Fall Freitag hatten wir Vertretung in den ersten beiden und für Montag ist jetzt nichts geplant bisher mit Vertretung. Voll blöd, unsere Klasse hat gefühlt nie Vertretung, da gibt es andere Klassen, die haben 5 Stunden Vertretung an einem Tag. Naja, dann haben wir hier Instagram, meine ganz normale Instagram-Seite. Ja, wie findet ihr, also ich finde dieses neue Update richtig kacke, weil ich komme immer auf Reels, weil ich denke, ich muss da drauf, aber ich muss da gar nicht drauf. So sieht auf jeden Fall meine Seite hier aus. Das ist mein zuletzt gepostetes Bild. Ja, da muss ich noch die ganzen Kommis beantworten. Da habe ich noch nicht alle beantwortet und geliked. Das mache ich natürlich immer. Und hier meine ganzen Stories, die ich hier gemacht habe. Und halt einfach die verschiedenen Seiten hier. Und meine Fanpages. Naja, das ist jetzt so ein trauriges. Das ist ganz schlimm. Dann habe ich hier natürlich noch meine Privatnachrichten. Und ja, das war Instagram. Dann habe ich hier 2 Bearbeitungs-Apps, die ich aber ehrlich gesagt eigentlich nie benutze. Man kann halt hier einfach. Welches Bild nehme ich denn jetzt hier? Ich nehme jetzt einfach eins von Julia. Und einfach dieses hier. Und dann kannst du das hier einfach so einstellen und so cool bearbeiten, dies, das, jenes. Also wie halt so eine ganz normale, oh Gott, meine ganzen Seiten, die offen sind. Wie so eine ganz normale Bearbeitungs-App, genauso wie die hier. Die ist halt auch so, da hast du auch verschiedene Möglichkeiten, das zu bearbeiten. Kannst du halt einfach Bilder auswählen. Wie nehme ich denn jetzt hier? Nee, das ist jetzt ein nicht so gutes Bild. Dann nehmen wir einfach jetzt die hier und dann kannst du halt hier so Werbung, kannst du es halt hier, das würde ich gar nicht gehen, so bearbeiten halt. Voll mich verarschen hier, so jetzt. Kannst du es halt einfach so bearbeiten, genauso wie die andere App auch. Also eigentlich dasselbe, nur ich glaube die eine App konnte auch Bilder bearbeiten für YouTube, also für meine Titelseite dann. Und genau, dann habe ich noch Snapchat. Hier kann ich euch so ganz vielen Filtern, dann mache ich mal hier so meine Snaps. Und genau, ich habe mit Leni die meisten Flammen. Und zwar habe ich mit ihr 673 Flammen. Das ist schon cool. Aber ich habe mit eigentlich fast allen Leuten, mit denen ich snappe, schon über 100 oder 200 Flammen. Also ich mache das jetzt einfach, man muss ja einfach nur immer einen Snap pro Tag schicken. Deswegen ist das ja nicht so schwierig, aber es ist ja trotzdem cool, dass ich 600 Flammen mit Leni habe. Dann hier habe ich die App Leo, die hat meine Schwester mir damals mal runtergeladen. Die benutze ich aber eigentlich gar nicht mehr. Hier sieht man auch mit so einfachen Wörtern, die ich damals geguckt habe, die ich aber jetzt ja gar nicht mehr bräuchte. Ja, die habe ich halt da. Dann habe ich hier Notizen. Bei Notizen schreibe ich immer meine Posts für Instagram rein. Und zwar schreibe ich die halt entweder vor oder halt direkt bei Instagram. Aber meistens schreibe ich die vor, schicke die einmal Julia, lasse sie die kontrollieren, ob grammatikalisch alles richtig ist. Und genau, dann poste ich das halt. Dann kopiere ich mir einfach den Text und poste das auf Instagram. Dann kommen wir hier jetzt zu der Seite, die so blau gestaltet ist. Also da habe ich einfach alle blauen Apps genommen. Und zwar habe ich da auch 3 Bilder wieder mit Paola. Und dann habe ich hier meine E-Mail-App. Die zeige ich euch jetzt aber nicht, weil da sind eh nur Sachen vom Turnier drin. Ich kriege sonst eigentlich kaum E-Mails auf diese E-Mail-Adresse jetzt von mir. Weil ich habe ja eigentlich meine E-Mail-Adresse ist ja die mit Marina und die Ponys. Und genau, da ist halt nur für Turnier, also deine Nennung wurde akzeptiert oder du hast dieses Turnier genannt, diese Prüfung, diese Nachrichten kriege ich halt eigentlich nur dafür. Dann habe ich hier Prime Video, da habe ich mich immer noch, also da habe ich mich auch noch nicht angemeldet, das muss ich auch noch machen, genauso wie Netflix. Ja, das habe ich halt einfach für Grey's Anatomy, damit ich das da gucken kann.
Dann habe ich hier diese App für iOS 14. Die ganzen Widgets habe ich hier schon gemacht. Genau, die habe ich hier halt alle. Dann habe ich noch App Store. Ist halt ganz normal, wie halt so ein App Store ist. Genau, da lade ich mir halt die ganzen Apps runter, wenn ich welche brauche. Und dann habe ich noch die App Kurzbefehle. Die kann man ja auch für iOS 14 benutzen, wenn man zum Beispiel möchte, dass das YouTube-Logo hier auf meinem Handy anders aussieht, zum Beispiel auch im Blau oder so. Dann kann ich das damit ja ändern. Aber ich habe das nicht gemacht, weil wenn man das damit ändert, dann ist es halt so doof, wenn man draufklickt auf die App selber, kommt man erstmal auf die Kurzbefehle-App und dann auf die YouTube-App. Und das war mir halt irgendwie zu blöd. Also ich fand das jetzt nicht so schön, deswegen habe ich es einfach so gelassen und die Apps nach Farben sortiert. Dann habe ich noch die Wetter-App, einmal für unseren Ort hier zu Hause und für den Ort im Stall. genau, ich kann euch das Wetter sagen. Es regnet und wir haben nur 7 Grad, richtiges Kackwetter. Aber gestern war schlimmer. Gestern hatten wir nur 4 Grad. Boah, es war so kalt beim Ausreiten. Naja, egal. Dann haben wir hier Safari. Hier wird mir bei häufig benutzt Turniersuche, Royal Horsemen, Marina und die Ponys, Weihnachtsferien. Hier zum Beispiel für Links oder so habe ich immer meine Homepage selber offen. Eigentlich habe ich auch immer noch Royal Horsemen offen, aber die habe ich vorhin aus Versehen zugemacht. Ja, dann haben wir noch die App Teams. Jeder kennt diese App, oder? Also ich glaube, jeder Schüler und jeder, der in der Uni ist, studiert, dies, das, jenes, kennt die App. Wenn man Homeschooling machen muss, muss man das über Teams machen. Deswegen habe ich das natürlich auch auf meinem Handy, falls wir zum Beispiel irgendwelche Aufgaben oder so reinkriegen. Dann komme ich auch schon zu meiner letzten Seite. Und zwar ist das so die grüne Seite. Hier habe ich einmal Sticker Maker, die App. Ich mache keine Sticker, außer bei meinem einen guten Freund von mir, da habe ich Sticker gemacht, auch ein paar Sticker, aber nur weil der so richtig hässliche Sticker von mir gemacht hat, deswegen musste ich halt auch welche von dem machen. Und dann habe ich noch von Eileen, also von meiner besten Freundin, ein paar. Ja, aber jetzt, sonst mache ich halt eigentlich keine Sticker. Ich habe die halt nur für Notfall runtergeladen. Dann Karten-App benutze ich eigentlich nicht oft, nur zum Beispiel beim Turnier das Auto dir irgendwie die Hausnummer nicht anzeigen kann vom Turnier selber, dann öffne ich da halt lieber meine App hier vom Handy. Oder Julia benutzt sie zum Beispiel ganz oft, wenn wir irgendwo hinfahren, dann machen wir das meistens mit der App. Und dann habe ich FaceTime. Bei FaceTime sieht man eigentlich nur jetzt hier Robin und Julia, weil ich mache das nicht oft. Und Julia nur, wenn die irgendwas will, dann ruft die mich immer über FaceTime an und sagt so, kannst du mir Wasser holen? Und Robin, halt, wenn er mir irgendwas erklären muss, zum Beispiel beim Videoschneiden oder letztens beim Einlesen, wusste ich nicht mehr zu 100%, wie man das macht. Und weil er halt nicht zu Hause war, weil er ja nicht mehr bei uns wohnt, hat er gesagt, ich soll ihn kurz über FaceTime anrufen. Und genau, es war halt noch am Freitag. Dann habe ich Nachrichten. Bei Nachrichten kriege ich nur, du hast 80% deines Datenvolumens verbraucht. Mehr Nachrichten kriege ich nicht. Das sind natürlich sehr traurige Nachrichten. Aber die kriege ich leider. Und dann habe ich noch die App Telefon. Die kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil sonst würdet ihr alle meine Kontakte sehen. Das geht natürlich nicht. Aber ja, da sind halt einfach meine ganzen Nummern. Und dann habe ich noch die App WhatsApp. Natürlich. Die kann ich euch jetzt auch ein bisschen genauer zeigen. Und zwar hier einmal Eileen könnte ich euch zeigen. Mit ihr schreibe ich halt eigentlich nur was über die Schule oder wie man hier sieht, schicke ihr zwei Bilder und sage, welches sie schöner findet, welches ich für die Insta-Story nehmen soll. Und dann entscheidet sie das immer. Und hier habe ich auch eine Sprachnachricht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gesagt habe. Ich würde sagen, wir hören uns einfach mal ab, aber ich habe ein bisschen Schiss, dass das peinlich ist. Egal, ich guck mal. Eileen, ich wollte nur eben Bescheid geben, dass du deine schönen Klappen verlierst. Und ja, genau. Schön. Ja, also ich muss sie relativ oft dran erinnern, falls sie es mal vergessen hat, einen Snap zu schicken. Da hat man auch gehört, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, wir waren da gerade ausreiten, Hannah und ich. Genau, oder solche Nachrichten schreiben wir uns. Sie ist halt bei mir ganz oben und als Engel eingespeichert. Dann hier verschiedene Gruppen habe ich auch. Und dann kommt noch Hannah. Falls ihr euch jetzt fragt, warum ich sie lachendes Schnitzel eingespeichert hat, das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar hat uns jemand, also hat, als ich live war auf Instagram,
meinte jemand, Marina lacht wie eine Gurke und Julia wie eine Tomate. Und wir mussten so darüber lachen, dass ich der Hanna das am nächsten Tag im Stall erzählt habe. Und irgendwann hat sie angefangen, mich lachende Kürbis zu nennen. Und dann habe ich sie halt lachende Schnitzel genannt. Und jetzt haben wir uns auch so eingespeichert und nennen uns manchmal noch so richtig komisch. Aber ich habe sie halt nie umgespeichert. Ja, da schreiben wir nur über Pferde, auch wann wir uns treffen, wie viel Uhr. Oder wenn wir ausreiten waren, schicken wir immer die Videos, die wir da gemacht haben. Genau, das ist halt einfach so. Dann habe ich hier mein WhatsApp-Profilbild, ist dieses hier mit Paola, das der Holger gemacht hat. Mein WhatsApp-Status ist einfach ein rotes Herz. Und als Hintergrundbild habe ich hier so ein Bild mit Paola, erkennt man jetzt nicht so. Ja, genau, das ist einfach WhatsApp bei mir. Und ja, dann haben wir hier noch die App-Mediathek. Da sind ja einfach nur noch alle Apps drin. Ach ja, hier unten, die drei habe ich noch vergessen. YouTube einmal. Da bin ich nicht mit Marina und die Ponys angemeldet. Ja, hier halt YouTube draufschauen. Dann habe ich noch die Kalender-App vom Handy. Da habe ich nie irgendwie Tage... Also da habe ich nie irgendwie einen wichtigen Termin oder so eingespeichert. Deswegen benutze ich die auch nicht. Ich habe die jetzt alle nur hier reingemacht, weil die halt weiß sind und das halt dann so gepasst hat. Dann habe ich noch die Foto-App. Und genau, jetzt zeige ich euch die Foto-App noch ein bisschen mehr. Und zwar suche ich mir jetzt eben mal 5 Daten aus auf Instagram, die ich dann nehme. Und da muss ich euch dazu das Bild zeigen, was ich an diesem Datum gemacht habe. Darüber habe ich nämlich die Insta-Story gemacht. Die kann ich dir ja mal eben zeigen hier, falls ihr die noch nicht gesehen habt. So, die habe ich ja gestern noch gemacht und genau, da suche ich mir jetzt mal ein paar raus. So, ich würde sagen, ich nehme jetzt hier, wähle einfach blind mal einen aus. 28.09. Ah, jetzt steht da kein Enddatum. Muss ich ein anderes nehmen? Steht jetzt nicht 2017 oder so. Das hier. 7.10.2006, boah, das kann ich auch nicht nehmen, fängt das schon gut an. Ich habe keine Bilder von 2006. Dann nehme ich das. 3.1.2016 habe ich auch nicht. Ich habe nur bis 2017, glaube ich. Hier gehe ich nochmal hoch. Nehme ich das hier. 2.2.2020, das ist doch mein neues Datum. Jetzt soll ich das alles hier suchen? Ich habe viele Bilder. Obwohl ich letztens noch welche gelöscht habe. Ich muss erstmal wissen, wo ich hier, in welchem Tag ich hier bin. Was ist das hier? 12. Mai. 2.2. Oh Gottchen. 9. Februar. 2. Februar! Das ist Cooper. Das ist ein Hund aus Amerika. Als wir mal bei der Sandra waren mit den Mustangs, das ist der Hund und das Bild hat Julia mir geschickt. Und ja, das ist zwar am 2.2.2020 entstanden. Dann suche ich jetzt noch ein anderes aus. Ich nehme... Oh Gott, ich wollte ja nicht gucken. 30.05.2020. Bin ich ja wieder im Mai gelandet. Oh Gottchen, die ganzen Bilder kann ich gar nicht zeigen. Huch, die darf ich alle gar nicht zeigen. 23. April. 2. Mai. 4. Mai. Oh Gottchen. So viele Bilder habe ich im Mai gemacht. Oh nein. 26. Das ist der 30. Mai. Das hier zum Beispiel von Paola. Das war ein Bild vom Fertigmachen. Danach ging es zum Kaderlehrgang mit ihr. Genau, das habe ich hier im Bild. Dann suche ich noch ein Datum aus. Das Lustige ist, Julia, die sehen ja jetzt hier eh alle meine Bilder, weil bis ich die rausgesucht habe. 1.3.2019. Wir befinden uns hier nicht im späten 2019. Stand da überhaupt 2020 vom 30.05.?
Egal, ich habe jetzt einfach 2020 genommen. Gott, 2019. Das muss ich aber echt lange scrollen. Was ist das hier? Oh, da bin ich jetzt schon bei 17. 1.3. war das ja, ne? Nee, das ist schon mal nicht. Oh Gott, das sind ganz hässliche Bilder von mir. Oh Mann, ich bin so dumm. Nee, ich habe kein Bild vom 1.3. Nur vom 2.3. Mist, brauche ich ein anderes Datum. Nämlich jetzt hier einfach 23.12.2017, weil ich eh so weit oben bin. Habe ich safe auch nicht. November, 17. Dezember. Ich habe nur 19. Dezember. Och Mann. Dann nehmen wir einfach 13.02.2020. 2020 ist einfach immer gut, weil 2020 habe ich wirklich viele Bilder bisher gemacht. 13.02. Das war jetzt 2., 9., 15., 14. Dann versuche ich jetzt noch den 13.02.2018. 2018, da muss ich jetzt hier wieder hochscrollen. Oh Mann, mich nervt das richtig, dass ich keine Bilder an diesen Daten habe. Naja, egal. Das ist ja schon wieder zu weit. 13.02. Julia! Ich hab keine. Mann! Ich hab die Bilder nie, die die hier wollen! Okay. Ja, das war jetzt meine Handyvorstellung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Dann kann ich jetzt hier das auch wieder ausmachen. Ja, mein Handy sieht momentan so aus. Ich werde es bestimmt nochmal ändern und alles Mögliche. Ich hoffe, euch hat dieser Einblick in mein Handy gefallen. Und genau, dann würde ich sagen, was guckst denn du jetzt so doof? Nix. Deine Stirn hängt dir eine Strähne raus. Oh nö. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, bis zum nächsten Mal. Achso, und ist euch aufgefallen? Ah nee, das ist dumm. Weil ich habe ja schon gesagt, dass ich braune Augen habe. Ich habe gar nicht gesagt, dass ich braune Augen habe. Ist euch aufgefallen, dass ich braune Augen habe? Ich habe Kontaktlinsen drin. Die sehen so riesig aus. Julia meint, ich sehe richtig gruselig damit aus. Aber sie hat blaue Augen. Das seht ihr auch in dem nächsten Video, was anderen kommt. Nämlich drehen wir jetzt noch ein Video, wie überrede ich meine Eltern zu einem Pferd. Genau, seid gespannt auf dieses Video. Ich hoffe... Ah ne, es ist ja dumm. Weil das kommt ja nach dem Online. Ja, ich weiß, ich wollte jetzt nichts sagen. Wir machen jetzt einfach den Abschluss nochmal so. Okay. Das war jetzt meine Handyvorstellung. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ja, so sieht das Ganze halt bei mir aus. Das wird sich bestimmt auch nochmal ändern. Aber dann drehe ich euch zur Not halt nochmal ein What's on my phone. Und genau, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!